Hallo hier im digitalen Lernlabor auf der Buchmesse in Leipzig. Ich habe den Julian Dorn bei mir. Julian, du bist Informatiklehrer hier in Leipzig. Wir freuen uns, dass du hier bei uns bist. Gleich mal eine Eingangsfrage. Wie sah die Schule bei dir früher aus? Hattest du schon Informatik in der Schule? Ist da deine Begeisterung dafür schon gewachsen? Ich hatte tatsächlich schon Informatik in der Schule, zwar 7. bis 10. Klasse, und ich muss dir ehrlich sagen, die ist da gar nicht gewachsen, weil mir hat der Unterricht so gar nicht gefallen und ich habe es dann auch abgewählt, aber ich hatte einen Vater, der hat sehr gerne programmiert und hat mir das dann alles beigebracht, und da kam dann der Moment, wo auf einmal der Rechner stundenlang machte, was ich wollte. Da dachte ich mir, das ist so geil, einmal einen Befehl geben und es passiert immer wieder, das willst du richtig wissen, wie es geht. Julian, du bist nicht nur Informatiklehrer und machst Dienst nach Vorschrift, sondern du redest auch ganz viel darüber, wie wichtig Informatik ist in der Schule. Du twitterst viel, du hast einen eigenen Blog, wo du viele Dinge darstellst und vorstellst. Du nimmst an Wettbewerben teil, um deine Unterrichtsideen vorzustellen. Warum? Man muss vielleicht dazu wissen, dass ich gar kein Lehrer-Original bin, sondern ich habe davor Wirtschaftsinformatik studiert und ich wollte irgendwann was Bedeutungsvolles mit meinem Leben machen. Und dann habe ich mir überlegt, was ist ein Problem, wo kann ich vielleicht helfen? Und ich dachte mir, wenn die Leute ein bisschen mehr wissen würden, wie so die Welt funktioniert, das wäre toll. Und ich kann mich nur mal bei Informatik aus, also habe ich gesagt, dann erkläre ich eben Informatik. Und deswegen ist dieser Mehraufwand da, weil ich bin nicht Lehrer geworden, um Lehrer zu sein, sondern um eben wirklich den Jugendlichen zu helfen. Und mir ist aufgefallen, dass ganz viele Informatiklehrer zum Beispiel eigentlich Matheunterricht am Computer machen. Und das finde ich so schade, weil ganz viele mögen keinen Matheunterricht, warum auch immer, und dann mögen die auch keine Informatik. Und Informatik ist richtig toll, wir haben super Sachen, Kinder sind 3,5 Stunden am Tag mit informatischen Themen beschäftigt, warum das nicht schön machen? Und ich gehe jetzt quasi in Vorleistung, ich gebe immer mal Themen raus und ich hoffe, dass irgendwann was zurückkommt und die Kollegen sagen, ich veröffentliche auch mein tolles Material, und dann haben wir alle gewonnen. Julian, wie sieht für dich Schule in 10 Jahren aus? Anders als jetzt? Also ich beantworte die Frage in 2 Teilen. Wie denke ich, wie sie aussehen wird? Ich denke, sie sieht nicht anders aus als jetzt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also wir werden statt analoger Bücher digitale Bücher haben, aber viel mehr wahrscheinlich nicht. Wie ich hoffe, wie sie aussehen wird. Also ich hoffe wirklich, dass wir, du musst wissen, wir wissen eigentlich, wie guter Unterricht aussieht. Das ist evaluiert worden, Hattie hat da ganz tolle Arbeit gemacht. Wir kommen noch nicht dazu, das zu machen, weil wir Einzelkämpfer sind. Und ich hoffe, dass die Digitalisierung nicht primär die Schüler erwischt, sondern uns selber, dass wir einfach mal eine große Lehrer-Community werden, zusammenarbeiten, den Unterricht machen, wie wir ihn schon immer haben wollten. Und ich denke, in 10 Jahren sind so viele junge, engagierte Menschen da, dass wir den auch haben. Und dann haben wir echt eine ganz neue Lernkultur bei uns. Super, ich danke dir, Julian. Hat mich sehr gefreut, dass du bei uns hier im digitalen Lernlabor bist.